Nur 16 Tage nach dem atemberaubenden Aufstiegsshowdown gegen die Stuttgarter Kickers ist Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Trainer Josef Sina versammelte auf dem Nebenplatz des Moselstadions 23 Spieler um sich. Neben dem Feld absolvierten Henk van Schaik und Tim Garnier mit Physiotherapeut Johannes Wey Aufbauübungen. In einer Facebook-Botschaft hatte der Coach dieser Tage sein Team als Mentalitätsmonster von der Mosel geadelt. Ein Schlüssel auch in der neuen Saison? Ja, Mentalität auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube auch, dass die Jungs einfach bewiesen haben, dass sie erstmal hart trainieren und hart arbeiten dafür, dass wir eine Mannschaft sind, die bodenständig ist. Und das wird dann auch wieder ein Schlüssel in der kommenden Saison, dass die Basis eine gute Trainingsarbeit ist. Und die müssen wir einfach legen. Es wird sicher ein neues Level, eine neue Qualität. Neue Liga ist aber auch eine Chance für uns. Und da können wir mit Freude rangehen, weil ich einfach diesen Jungs vertraue, weil ich weiß, was in denen drin steckt und wie sie arbeiten. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wir ein gutes Regionalliga-Jahr haben werden. Spannend zu beobachten wird sein, wie die Spieler nach den emotionalen Erlebnissen der Vorsaison und der anschließenden Minipause wieder den Schalter umlegen werden. Ja, ich glaube, es ist menschlich, wenn vielleicht der ein oder andere ein, zwei Tage Trainingstage braucht, um dann auch die letzte Saison hinter sich zu lassen. Die Zeit kann man denen noch geben, aber dann ab Montag brauchen wir vollen Fokus auf die neue Saison. Und ja, insgesamt bin ich aber sehr zufrieden. Auftakt war in Ordnung, die Jungs haben sich ordentlich präsentiert. Ja, wollten heute ein bisschen gut reinkommen, ohne die Jungs zu sehr überbelasten. Thomas Richter stand Trainer Sina und Torwartcoach Jochen Pfaff zur Seite, vor allem für die Athletikteile der Einheit. Der 55-Jährige, zwischen 2007 und 2010 Co-Trainer beim SVE und aktuell in der Jugend engagiert, wird zunächst auch weiterhin aushelfen. Für ein Dauerengagement als zusätzlicher Assistent im Trainerteam der Regionalligamannschaft kommt er wegen seiner beruflichen Verpflichtungen als Fitnesscoach und Sportlehrer aber nicht in Frage. Die Suche nach einem Co-Trainer als Nachfolger von Farodin Kudusovic sowie eines weiteren neuen Assistenten bleibt eine Herkulesaufgabe. Mit von der Partie beim Auftakttraining waren auch Christopher Spang und Vincent Bösen, die beiden Trierer Heimkehrer, die der SVE unter Vertrag genommen hat. Freut man sich wieder hier einfach da zu sein und fühlt sich gut an. Ja, für mich ebenfalls. War ja doch jetzt eine recht lange Zeit, aber ja, so viel hat sich im Endeffekt eigentlich nicht verändert. Die Jungs kennt man, mit denen man dann, wenn man immer hier in Trier was zusammen unternommen hat. Und ja, in der Kabine ist es ein bisschen moderner geworden, ein bisschen Veränderungen, aber sonst ja, alles vom Alten. Wie groß erachten die beiden die Herausforderung, binnen lediglich 5 Wochen die Grundlagen für die neue Regionalliga-Saison legen zu müssen? Ja, ich denke, die Jungs, die jetzt erst vor 2 Wochen aufgehört haben mit der Saison, die sind auch relativ fit. Die brauchen da nicht so viel aufzuholen. Wir zwei, die jetzt neu dazukamen, die ein bisschen länger eine Pause hatten, die hatten noch ein bisschen mehr zu tun. Aber ich denke, wir haben auch schon in der Pause schon ein bisschen Gas gegeben. Deswegen denke ich, zählt in den 5 Wochen einfach zusammenzuschweißen, Abläufe herzustellen. Und ich denke, das kriegen wir hin. Ja, ich denke, die Vorfreude überwiegt auf jeden Fall und ich denke, das wird dann auch in den nächsten Wochen dann auch vom Vorteil sein, dass man, glaube ich, ja, sich einfach nur freut auf die Aufgabe und dass dann ja, die Läufe oder die Einheiten dann einem auf jeden Fall dann auch irgendwann leichter fallen. Und was wird als Einstand zu leisten sein? Jetzt habe ich davon von der Mannschaft noch nichts gehört, aber da werde ich mich mal umhören von den erfahrenen Leuten, was da so gang und gäbe ist. Und dann werden wir schon was Ordentliches machen. Genau. Werden die Stimmbänder schon geölt oder wird nicht gesungen? Dann wäre ich eher für ein Essen für die Mannschaft, glaube ich, anstatt zu singen. Aber nee, ich denke, dass wir 2 Tage was auf die Beine stellen werden für die Mannschaft. Und ja, dass wir da einen guten Einstand haben. Mit Christian Luboric von der U21 der Grasshoppers Zürich, Nino Lacagnina, vereinslos und zuletzt bei den Sportfreunden Lotte unter Vertrag, sowie Tom Fladung vom KFC Uerdingen wirkten auch 3 Testspieler mit. Schon am Freitagabend, 1. Juli, bestreitet Trier sein erstes Testspiel um 19 Uhr beim Bezirksligisten SG Geisfeld. Am Samstag, 15 Uhr, folgt das nächste Vorbereitungsspiel
gegen den Oberligisten TSV Schott Mainz in Bischofsdrohn.